Guten Morgen Leute, hier ist wieder Dane28 mit Dänemar und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache mal wieder nach langer Zeit ein Gaming-Video. Und zwar zocke ich in Roblox Post Office Tycoon. Ist mal wieder nach langer Zeit ein Gaming-Video. Erstmal muss ich was erzählen über Technik. Ich habe es dank dem YouTuber RefaloG geschafft, dass mein OBS ein bisschen besser funktioniert. Also auf jeden Fall, ich habe halt vorhin ein Testvideo gemacht und es lief wirklich deutlich schon besser. Ich weiß es nicht, wie das hier jetzt läuft, aber wahrscheinlich, also theoretisch, es müsste etwas besser. Nicht perfekt, aber besser. So, auf jeden Fall gucken wir erstmal hier nach. Nehmen wir mal direkt das hier. Zu claim. Okay. Dann fließe die Pakete. Alle von Amazon bestimmt. Aber ich mir ja gerade selber so ein kleines bisschen hängt. Kleines bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Nur ich muss halt sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht hinbekommen, das Ding fertig zu bauen. Grund hierfür ist, jetzt würde es uns länger dauern. Ich kann mal nachgucken. Nee, weil das Ding ist halt auch, dass ich nicht schneiden kann, habe ich ja gesagt. Weil, ganz im Ernst, man sagt ja zu mir immer, ich schneide dein Video, schneide dein Video. Aber was soll ich machen? Soll ich so machen, dass ich dann die Anfangsrede nehme und dann die Schlussrede oder was? Wenn sie mir sagen, was soll ich schneide. Ich sehe in den meisten Fällen keinen wirklichen Anhang dazu zu schneiden. Nee. Naja, es kommt vielleicht irgendwann mal. Das sollte ich lieber mal auflassen. Scheint. Ja. Da sehe ich, wie viel Spielgeld ich habe. 395. Ach, wenn es doch in echt auch so leicht wäre. Wenn es doch in echt auch so leicht wäre. Ganz im Ernst. Oh. 50 Robux. Ich habe gar keine Robux. Naja, kein Witz, Leute. Ich habe gar keine Robux. Läuft halt nicht. Naja, also ich meine, meine Roblox aber läuft nicht. Okay, manchmal Handy weglegen. Dümmste Sache ever.
Ach du Scheiße. Mist, meine ich. Ah, nee. Nee, das Ding ist, ich möchte ein bisschen versuchen, auch in meinen Videos aktuell, ich meine, zukünftig nicht mehr so die ganze Zeit zu fluchen. Auch wenn das echt schwer ist für mich. Ja. Aber Grund dafür ist halt, das ist ja sozusagen ein Kinderspiel. Das heißt, dieses Video werden sich auch wahrscheinlich wieder Kinder anschauen. Und da geht Fluchen nicht. Also es werden sich wahrscheinlich welche anschauen, ich weiß es nicht. Hier das Ding ist, normalerweise ich zocke tatsächlich solche Server auf Roblox eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich zocke ich fast nur meine eigenen Server, welche hauptsächlich aus Städten besteht, wie man in meinen letzten Videos ja gesehen hatte mit Stuttgart. Ja, einfach Stuttgart nachgebaut und so. Ja. Sehr inspirierend. Vielleicht bekomme ich es doch noch hin. Aber ich muss sagen, ich glaube, beim nächsten Mal brauche ich irgendwie einen Zähler. Was ist jetzt passiert? Alter, was war das gerade eben? Okay, Grade 2, Shelf. Oh, ich habe die Elektrizität ausgeschalten. Das geht. Krass. Wall-E. Das heißt, der eine Roboter aus dem einen Disney-Film. Mal sehen, wie viel ich hier hinzufügen kann. Alter, geht es ab. Alter, geht es ab. Was ist das da? Das geht ja gar nicht. Vent. Ach, Leute, ein Lüftungssystem. Krass. Picture. Post Office. Lights. Owner Building Name Post Office Sign. So, das ging ja schneller als gedacht. Jetzt ziehen wir hier wieder ein bisschen ab. Entschuldigung. Alter, das ist mich erschrocken. Ich dachte, wer kommt denn da jetzt? Weil hier ist ja kein Spielername dran gestanden. Alter, das hat mich gerade verstört. Das hat mich gerade so verstört einfach. Junge. Alter, was? What the f. Okay, ich muss respawnen. Alter. Bin einfach. Wo bin ich jetzt? Achso. Ich bin gerade wirklich in diesem scheiß Auto dort einfach gespawnt. Oh, da komme ich nicht raus, schade. Muss ich extra hier drum laufen?
der sieht aus wie ich. Wer sagt denn bitte schon heutzutage Howdy? What the f. Okay. Ja, gerade noch beherrscht. Warte, bin ich jetzt fertig? Ja. Und ja, so sieht es dann am Ende aus. Krass. Naja, auf jeden Fall. Das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst einen Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Dänemark.